hier ist René Moravetz von Dein Reisebüro begeistert. Und neben mir sitzt sie, die Expertin für blühende Kundenbeziehung im Reisebüro, Margit Häuser. Hi, René. Freut mich sehr. Hi Margit, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und kennengelernt haben wir uns mal auf einer TUI Reisecenter First Hapag-Lloyd Veranstaltung der ganz Großen. Ja. Du bist ja Teamtrainerin. Da haben wir uns beide kennengelernt. Und dann habe ich dich sozusagen ganz schnell, ein bisschen später wiedergefunden. Du hast angeboten oder bietest an Webinare. Mhm. Und das fand ich so spannend, dass ich dringend mal teilnehmen musste, weil ich lerne ja auch immer gerne was dazu. Und jetzt habe ich gedacht, hey Margit, ich möchte dich gerne im Interview haben, damit noch mehr Teilnehmer besser werden im Reisebüro. Und deswegen finde ich es total toll, dass du da bist und einfach mal erzählst, was ist das eigentlich, deine Webinare? Warum machst du die? Ja. Ja, ein Webinar ist ein webbasiertes Seminar, hat den riesen Vorteil, dass du ganz viele Menschen im Reisebüro schnell erreichst. 8.30 Uhr habe ich da schon gute Zeit, weil viele machen ja 9 Uhr oder 9.30 Uhr auf. Und für die ersten Impulse und für so ein paar Ideen und als Forum, was haben denn die anderen alle dazu zu sagen oder was gibt es denn für Herausforderungen, wie kann ich mir aufstellen oder einfach so eine neue Idee. Es ist ein super Medium. Ja. Ich habe echt lange gebraucht, das überhaupt zu entdecken. Ich habe Anfang des Jahres eine Ausbildung gemacht als Teletutorin und das auch so alles, so die technische Basis hat. Funktioniert, macht irre Spaß, ist viel, viel Vorbereitung, funktioniert toll und ich freue mich. Und ich kann mich erinnern, es hat wirklich Spaß gemacht, daran auch teilzunehmen. Vor allen Dingen, der Teilnehmer lernt natürlich auch eine ganze Menge, wenn du dich also anmeldest zu dem Webinar. Dann lernst du und nimmst eine ganze Menge auch nochmal mit in deinen Arbeitsalltag, der natürlich dann gleich nach 9.15 Uhr ungefähr, kann der natürlich gleich starten, direkt nach dem Webinar, kann man gleich alles umsetzen. Ne? Was ist denn das, was man so umsetzt? Welche Themen sind das, die du so anbietest? Na, die letzten Webinare waren alles so rund um nonverbales Verhalten und Körperhaltung und Schlagfertigkeit. Also eins meiner tollsten und auch mein Lieblingsseminar ist dann so Wunschkunden, wo seid ihr also so dieses Leuchtturmprinzip. Mhm. Ich stehe da wie ein Leuchtturm und die kommen, weil ich mir klar bin, was ich im Grund will. Da hast du ja auch teilgenommen. Das war toll. Das ist also mit Meditation, also ich war ja, das war ja fast mein erstes oder zweites, war ich ja richtig mutig und habe auch noch meditieren lassen. Das war toll. Ich weiß ja nicht, was die da wirklich machen am Bildschirm, aber das ist toll und das Medium ist so gebräuchlich, da kann man so tolle Sachen mitmachen, mitarbeiten lassen und halt kurz und einen Impuls. Genau. Was sind denn noch für spannende Themen geplant? Also ich bin so weit, dass ich wieder sage, ich gehe wieder ein bisschen zurück zu den Basics. Ich bin ja eigentlich eher so die super kreative und denke, oh, was gibt es noch Tolles. Aber nach jetzt nächste Woche dem Webinar, sag Nein zum Kunden, wenn er mit dem Preis feilscht, werde ich wieder zurückgehen zu Bedarfsermittlung. Ja. Weil ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Ja. Und ich war jetzt gerade rund um Hamburg, rund um Berlin, ich war so viel unterwegs und ich bin mir sicher, wir können über die Bedarfsermittlung ganz leicht in den Abschluss kommen. Und da hakt es. Genau. Es hakt schon an den Fragen. Aber sowas hast du ja auch schon festgestellt. Ja, genau. Das stellen wir ja beide immer wieder gerne fest. Das Coole aber an diesen Webinaren ist, dass du, falls du es einmal nicht live schaffst, kannst du im Anschluss... Ja, das wird aufgenommen. Ja. Du kannst es in YouTube oder oder du kannst es auf meiner Homepage runterladen und dann kannst du das Ganze nochmal in Ruhe angucken. Ne? Solltest du verschlafen. Natürlich, das machen wir natürlich nicht. Also, Margit, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß noch weiterhin. Ich werde bestimmt das ein oder andere Mal teilnehmen. Jetzt hast du richtig viele Teilnehmer im nächsten Seminar. Ja. Hast du gesagt, das ging ab wie Schmitz Katze, wie Menschen so sagen. 120 Teilnehmer, 38, unglaublich. Also, wenn auch du richtig gut werden willst und noch besser und besser und besser, dann melde dich an zu einem Webinar von Margit Häuser. Ja, vielen Dank, René. Dankeschön. Ja, ich danke dir auch, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss.